Ein wunderschönes herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Euro Truck Simulator 2. So. Dann wollen wir mal weiterfahren. Müssen wir eigentlich in der Folge schaffen, ne? 300 Kilometer vor uns noch? Das sieht doch gut aus. Ich höre einen Bahnübergang. Oder eine Kirchenglocke. Ah, da hinten. Ja, okay. Das ist wohl doch eine Kirchenglocke. Schade. Aber es gibt ja auch Bahnübergänge, die so eine Glocke haben. Was wollte ich gerade machen? Nee, ich wollte helfen. Hier, so. Okay, wir fahren los. Da hatte ich echt die Handbremse gleich angezogen. Biege nach links ab. Da kommt noch einer. Kommt der her? Der dunkelblaue gerade muss ich echt gut versteckt haben. Ah ja, Unfälle passieren. Was soll's. So, erstmal hier. Dubstep. Na, auch eine Art von Dubstep. Immer geradeaus. Ausgelassene Frames durch Renderverzögerung 50? Was denn da los, OBS? Hast du gesoffen? Geradeaus. Er ist aber gerade hart abgebogen, Alter. Physik? Was ist denn das?
Immer geradeaus. Wie der Orange gehofft hatte, dass ich noch ein bisschen vorlasse, ne? Was ein Opfer. Kannst du schon mal Staub schlucken? Immer geradeaus. Ja, wir haben Knete bekommen, 34, wuhu! Also 34 Knete. Nimm demnächst die Ausfahrt links. Ausfahrt links. Oh, Ukraine! Wir lieben dich! Und da vorne ist wieder Elefanten drin.
verstehe ich nicht, Alter. Mein Spiel läuft super flüssig, ja. Meine CPU ist gerade mal zu 20-25% ausgelastet. Und trotzdem kommt schon wieder eine Frame hinzu, ausgelassen durch Renderverzögerung. Why? Why is OBS hating me? Wobei eben Renderverzögerung ist ja nicht Codier, eben das war ja Codierverzögerung, wenn er zu lange, also zu wenig Rechenleistung hätte. Eben Renderverzögerung war ja das, wenn er die Frame vom Spiel nicht abgreifen kann. Sehr suspekt. Was sind hier für Fälle rennen, Alter? Wer denn auf Legacy für 80 zugelassen, du Pisser? Okay, doch nicht. Verdammt, wir brauchen auch einen Kronauflieger. Die dürfen mehr. Der vor uns? Der ist hier 80 zugelassen. Du siehst da ganz klein dieses kleine Schild da. Was die Elefanten rennen hier, ey. Uhuhu, nicey dicey. Immer geradeaus. Ja, zugelassen für 80. Was ist denn los mit dir, Junge? Oh Mann, ey. Ja, es ist selber gut, ja. Guck mal, so fährt man 80. Merkst du das? Hä? Merkst du was? Du Pisser, du. Upsala. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Und die Ausfahrt rechts. Biege nach links ab. So, erstmal kurz meine App reinschauen. In meine Bank-App. Nice. Yay, okay, jetzt muss man bloß noch zwei Raten zahlen. Das stimmt nicht. Oh. Gut, dann dürfte gleich den Minus rutschen. Verdammt. Schon wieder so eine Strafen, ey.
Was? Hat sie echt so wenig Reserve? Lol. Ich meine, gut, wir brauchen nur so eine halbe Stunde, ja, aber wow, ist ja ein schön. Ein schön enges Zeitfenster. Nice. Egal, wir sind gleich da. Von daher. Drauf geschieselt. Aber man sieht schon an der grauen Straße vor uns. Also, bei der Minimap. Hier in der Ecke der Welt waren wir noch nie. Interessant. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Biege nach links ab. Biege nach links ab. Wir sind fertig. Oh, mal schön radieren hier. So. Das wäre eine entspannte Fahrt. Nice. Fortfahren. Boom. Yeah. Nice. Okay. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich einen Bauflieger kaufen. Ungefähr so. Muss mal jetzt gucken. Ich weiß jetzt gar nicht mal, was wir da kaufen. Wir haben. Ich glaube, wir wollten DAF kaufen, ne? Genau, Volvo und Scania haben wir bereits. Ich glaube, wir wollten DAF kaufen. Ja, genau, hier direkt der Ding bei uns bei Bergen, genau. So, da brauchen wir erstmal das Grundmodell und das war das 2021er Modell, ne? Ja, genau. Also direkt das erste hier, Ausführung ändern. So, dann wollen wir mal schauen hier. Gehäuse kann so bleiben. Fahrwerk. Einachsig. Nö, wir bleiben mal bei einachsig. Motor nehmen wir mal 500 PS. Oh, gibt's gar nicht. Mann, die LKW ist schwach. Geh ich mit dem. Getriebe kann egal sein. Innenausstattung. Sieht das eigentlich schon relativ edel aus? Ne, das ist definitiv. Da bist du ja nur noch am sauber machen. Ne. Ne, wir bleiben bei dem, das sieht gut aus.
Ja. 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 Doch, das sieht am besten aus. So, und hier nehmen wir jetzt, ich mal den blauen. Gelb. Oh, ja, sieht halt alles geil aus, ne? Wir nehmen erstmal blau und gelb. Kaufen. Und ab nach Bergen. Bam. So. Dann nochmal einen gelb. Bam. Und dann wollen wir uns mal zwei Fahrer. Arbeitsagentur. Fahrer einstellen. Wow. Alter. Direkt gekauft. Direkt gekauft, den Jungen. So. Mal gucken, wegen Frauenquote. So viel Auswahl haben wir da gar nicht. Wir haben gerade mal zwei Frauen. What the hell? Was hast du? Du hast gefahren, gut. Und du hast aber dafür Fernfahrt. Komm, wir nehmen auf jeden Fall die hier. Die hat einmal Fernfahrt. Besser geht's gar nicht. Easy. So. Ja, mehr geht, mehr brauchen wir nicht. Okidoki. Haben wir wieder zwei weitere LKWs. Warum ist Musik jetzt? Hallo, Musik? Kommt da noch was? Ah, meine Kopfhörer sind ausgestiegen. Bei euch ist noch Musik. Merke ich gerade, sehe ich gerade im OBS. Gut, dann, warum habe ich jetzt kein Audio mehr? Egal. Ich hoffe nur, dass ihr das jetzt nicht irgendwie, ewig doppelt hört, weil OBS wieder hier rumspackt. Sieht aber nicht so aus. Gut. Genau, wir sind hier. So, nur weil ich nichts höre. Und am besten mache ich an der Stelle einfach mal Folgenende. Etwas kürzere Folge. Okay. Was soll ich tun? Vielleicht noch speichern vorher? Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn ich hoffentlich auch wieder Audio habe. Für das Pairing mit MPH7 ist ein PIN erforderlich. Muss ich mal ganz kurz sagen hier. Screen. Ja, für das Pairing mit meinen Kopfhörern, die heißen so, ist ein PIN erforderlich. What the hell? Ja gut, da muss ich mal gucken. Bluetooth, Alter. Nee, nee. Bis dann.